hab mich verpennt, ich hab verträumt. Der Leipziger Künstler Mayberg. Der 21-Jährige steht am Anfang seiner Karriere. Die ersten Konzerte hat er mit seiner Band im vergangenen Jahr gespielt, wie hier als Vorband vor mehr als 2000 Leuten in Leipzig. Und eben dieser Luis Raue, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, geht jetzt im Mai auf Deutschlandtour. Tickets für 16 Konzerte müssen verkauft werden. Und dabei ist ihm etwas aufgefallen. Normalerweise gibt es verschiedene Ticketanbieter, die die Tickets anbieten, zu vorher festgelegten Preisen, bei uns so um die 20 Euro. Und da gibt es ein paar seriöse und bekannte Seiten, über die man Tickets als Zuschauer, Zuschauerin kaufen kann. Dann habe ich über befreundete Eltern quasi gehört, dass es eine Seite gibt, auf der meine Tickets für viel mehr Geld angeboten werden, als eigentlich abgesprochen war. Es geht um die Ticketbörse Viagogo. Hier werden Tickets von Privatleuten oder Händlern angeboten und Viagogo übernimmt die Vermittlung und den Verkauf. Eine Art eBay-Kleinanzeigen. Statt 20 Euro, was die Tickets auf dem Erstmarkt kosten, werden Luis-Tickets hier jedoch zu wesentlich höheren Preisen verkauft. Beispiel Jena für 43 Euro oder 50. Hamburg für mindestens 45 Euro oder München sogar fast 100 Euro. Den Musiker und seine Bandkollegen, wie zum Beispiel Sebastian, der in seinem ersten Beruf bei der Umschau als Autor arbeitet, ärgert das. Was beiden bei den Recherchen zu den teuren Tickets noch auffällt, dazu später mehr. Zu sehr teuren Preisen hat auch Konrad Naumann aus Chemnitz bei Viagogo eingekauft. Meine Frau googelt dann im Internet, um verschiedene Veranstaltungen eventuell mal aufzugreifen und fand im Dezember 2019 die Veranstaltung Shenyun. Chinesischer Tanz, Musik und große Show in Berlin. Konrad Naumann bestellt Direktkarten bei Viagogo. Der Gesamtpreis 264,08 Euro. Als Konrad Naumann wenig später seine Tickets bekommt, findet er dann den ursprünglichen Verkaufspreis. 93 Euro pro Karte, also zusammen 186 Euro. Und damit nicht genug. Wir wollten mehr unten sitzen, im Parkett, statt auf dem Rang irgendwo. Konrad Naumann bekommt also zwei teure Karten, die er so nicht bestellt hat. Dann kommt Corona, die Veranstaltung kann nicht stattfinden. Von Viagogo aber kommt kein Hinweis, was nun mit den Karten passiert. Über 30 Mal wendet sich der 77-Jährige an Viagogo. E-Mails werden nicht richtig beantwortet. Immer wieder ruft ein Callcenter an. Geholfen wird ihm aber nicht. Erst als der findige Rentner selbst recherchiert, erfährt er, dass es Ersatztermine gibt und dort seine Tickets gültig sind. Der Ärger aber bleibt. Wenn ich mich darauf verlassen hätte, auf die Information von Viagogo, wäre die Veranstaltung durchgeführt worden, ohne dass wir was davon wussten. Und Geld wäre futsch gewesen. Und Konrad Naumann ist nicht allein. Im Internet findet man viele verärgerte Kunden von Viagogo. Ein Stern ist noch viel zu viel. Katastrophal. Finger weg von dem Verein. Abzocke durch Ticketverkäufe. Auch bekannte Bands wie Rammstein oder Die Ärzte sind schon häufig gegen das Schweizer Unternehmen vorgegangen. In einigen Fällen konnten sie den Verkauf überhöhter Tickets verhindern. Aber das Unternehmen ist weiter am Markt aktiv. Auch die Verbraucherzentralen, allen voran die Bayerische, sehen Viagogo kritisch. Wir kritisieren schon einige Punkte an Viagogo. Zum einen ist es durchaus so, dass man nicht das Gefühl hat, dass hier auch wirklich dann echte private Verkäufer dahinter stehen, dass hier auch wirklich echte Tickets dahinter stehen. Manchmal hat man so das Gefühl, dass auch Leerverkäufe dann angeboten werden. Dann werden zusätzliche Preise natürlich genommen für Bearbeitungsgebühren, Steuern etc. Und wie ist es bei Luis und seiner Band? Klar ist, das Problem fängt schon bei der Ticketsuche an. Wer nach Tickets sucht, landet über bezahlte Werbeanzeigen schnell auf der Viagogo-Seite. Dort wirkt erst einmal alles professionell. Doch dann fällt der erste Fehler auf. Das Verrückte ist, weil wir Gogo spielen wir angeblich zweimal in Leipzig. Einmal Werk 2 Halle A, die größere Halle, in der wir gar nicht spielen am Abend, und Werk 2 Halle D, in der wir tatsächlich spielen.
Es ist total absurd, um 20 Uhr in beiden Hallen. Es sind falsche Tage schon genannt worden. Also das kann, da kann man nur vermuten, dass man hier einfach mal raushaut und dann mal schaut, was am Schluss sich ergibt und solche Fehler einfach hingenommen werden. Luis und Sebastian fällt bei der Recherche nach den Tickets noch etwas auf. Verschiedene Pop-ups blinken hier rot. Zum Beispiel weniger als 2% aller Tickets für diesen Veranstaltungsort derzeit verfügbar. Sehr rot, sehr präsent. Ich kann jetzt nicht sofort kaufen, es poppt was auf. Es verbleiben noch 10 Minuten, um Ihren Kauf abzuschließen. Danach werden die Preise unter Umständen steigen oder diese Tickets nicht mehr verfügbar sein. Das macht hier alles echt Druck, es blinkt alles rot. Überall steht wenige Tickets, nur noch 20 Tage. Für einen Block gibt es schon keine Tickets mehr. Das macht alles mega Druck einfach. Sieht trotzdem alles super seriös aus. Das ist dieses sogenannte Pressure Selling, dass man einfach den Suchenden etwas davon abbringen will, dass er dann auch wirklich woanders dann schaut. Und deswegen wird damit gearbeitet, dass man hier schnell, schnell entscheidet. Und der Preis. Zur Erinnerung, ein Ticket für das noch nicht ausverkaufte Konzert kostet normal ca. 20 Euro. Und bei Viagogo? Jetzt am Ende kriegen wir noch mal eine Übersicht der einzelnen Kostenpunkte aufgelistet. Also das Ticket für 41 Euro. Dann kommt noch eine Liefergebühr dazu von 18 Euro und Mehrwertsteuer und Bearbeitungsgebühr nochmal 14 Euro. Sodass wir jetzt für ein Ticket, zum was ausgedruckt zu uns kommt, bei 73 Euro sind. Das ist wirklich sehr unterschiedlich, wie viel Prozent aufgeschlagen wird. Das hängt davon ab, ob es ausverkauft ist oder ob es nicht ausverkauft ist, ob es ein Einzelkonzert ist. Aber das sind schon mehrere hundert Prozent, die da aufgeschlagen werden können. In unserem Fall sind es 265%. Viagogo sieht die Schuld für diese Differenz nicht bei sich und schreibt uns dazu: Viagogo selbst kauft oder verkauft keine Eintrittskarten. Es handelt sich um eine reine Wiederverkaufsplattform. Dementsprechend werden die Preise auch nicht von Viagogo, sondern von den Verkäufern bestimmt. Am Ende bleibt die Frage, woher kommen die Tickets? Denn eins ist doch seltsam. Das Absurde ist, dass Viagogo bereits in einer sehr frühen Ticketverkaufphase, kurz nach Tourankündigung, schon angefangen hat, Tickets wieder zu verkaufen. Vermeintlich private Verkäufer an private Käufer. Und das ist sehr schwer vorstellbar, ehrlich gesagt, dass so schnell so viele Tickets wieder verfügbar waren im Wiederverkauf, wo vielleicht noch gar nicht so viele Tickets verkauft wurden für eine Stadt. Und das ist natürlich so ein bisschen der Hinweis, ob das hier möglicherweise Leerverkäufe stattfinden. Dass man einfach mal Tickets reinstellt, mal guckt, ob die gekauft werden und dann im Nachgang versucht wird, diese Tickets dann wirklich auch zu organisieren, um sie dann dem Käufer dann eben übergeben zu können. Auch kleine und große Fußballclubs sehen Zweitanbieter wie Viagogo kritisch. RB Leipzig bietet daher zum Beispiel eine eigene Handelsplattform an. Denn gerade beim Fußball werden vor allem personalisierte Tickets verkauft. Apropos personalisiert. Unser bei Viagogo gekauftes Ticket ist da, darauf der Name unseres Kollegen. Komisch, müsste dort nicht der Name des ursprünglichen Besitzers stehen? Viagogo selbst bestreitet, dass sie hier Leerverkäufe anbieten. Für die Künstler ist das Geschäft mit den Tickets ärgerlich. Ich glaube, dass man als Künstler durch Viagogo Schaden erleiden kann, weil Leute teurer Tickets kaufen und dann enttäuscht sind und genervt sind, dass das passiert ist und merken, boah, ich hätte sie auch für 20 Euro kaufen können. Warum macht ihr das so? Warum passiert das? Macht was dagegen, das müsst ihr besser kommunizieren, was man vielleicht gar nicht immer kann. Und dann schaue ich auf mein Handy. Mayberg lässt sich nicht entmutigen und die Vorfreude auf die bevorstehende Tour konnte ihm und seiner Band auch Viagogo nicht nehmen.